Kurz vor der Parlamentsabstimmung in Spanien, in der Pedro Sánchez hofft, als Ministerpräsident wiedergewählt zu werden, hat die spanische Wahlkommission am Freitagabend zwei folgenschwere Entscheidungen getroffen. Sie verfügte die Absetzung des katalanischen Regionalpräsidenten Quim Torra wegen Ungehorsams. Der Politiker hatte Symbole der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung an öffentlichen Gebäuden zugelassen. Gleichzeitig urteilte die Kommission, dass der Chef der katalanischen Separatistenpartei, ERC, Oriol Junqueras, sein Mandat als Europaabgeordneter nicht aufnehmen darf. Der Vorsitzende der oppositionellen Volkspartei, Pablo Casado, feierte die Entscheidung der Wahlkommission auf Twitter. Die Sozialisten bezeichnen die Entscheidung der Wahlkommission als Manöver ihrer Gegner, die Wahl von Pedro Sánchez zum Ministerpräsidenten zu verhindern. Torra sprach von einem Staatsstreich gegen die katalanischen Institutionen.